Dorf Disco 2 von Finch. Let's go. Okay. Oh. Hey, wir fangen gut an. Wir fangen gut an. Let's go, let's go. Yeah. Come on, lass mich nicht alleine. Vorzeige Zisman ist ein Macho und nicht Sandro. Yes, okay. Safe. 2 Sekunden gehört, sag ich jetzt schon. Warum? Die letzten Songs, die ich von Finch gehört habe, waren eher solche, ich nenne es jetzt mal Party-Songs. Das finde ich geil. Okay, here we go. Ey, der Vorzeige-Zismann ist ein Macho und nicht androgyn. Benutzt die Jungfernhaut von Mark Forster als Trampolin. Lena Meyer-Landrut liebte es, an meinem Schwanz zu spielen. Als ich gerade sagte, ich mag das, meinte ich den Style. Nachdem ich jetzt gerade gedacht habe, oh, das waren die Lyrics. Okay, aber hey, Kunst, Ausrufezeichen, Sprache, ihr wisst Bescheid. Von Mark Forster ins Trampolin. Lena Meyer-Landrut liebte es, an meinem Schwanz zu spielen. Schob ihr nen Braten in die Röhre, so wie Frank Rosin. Wenn du mir nicht glaubst, mach doch nen Vaterschaftstest. Ich lad die Damen im Rap ein auf ein Samenbaguette. Du liegst verschlafen im Bett, wenn ich dein Lastenrad klau und es nach Sachsen verkauf. Hinterm die Musikindustrie, nur noch Fotzen oder Insta-Rapper. Ihr seid für mich nen Haufen Scheiße wie nen Kinderschänder. Primitiven Influencern. True. Box dich aufs Maul, das ist wie 1989, denn der Osten wacht auf. Viel zu lange nichts gesagt. Au, was ist das? Das gefällt mir. Doch jetzt bin ich wieder da. Endlich wie früher, der asoziale Style. Hat die Kornmische bei, das ist Dorf Disco 2. Moment, ist das ein neuer Song? Ich muss jetzt mal reingucken. Vor einem Jahr, nein, oh Mann, ey. Ich habe mir so gewünscht, dass ihr jetzt zu mir sagt, der Song ist gerade vor ein paar Tagen rausgekommen. Aber wie gesagt, die letzten Releases von Finch. Und dann habe ich so die ganze Zeit gesagt, er kann's doch, er kann's doch. Ich finde, er kann geil rappen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein guter Battle-Rapper ist. Zu lange nichts gesagt. Doch jetzt fick ich euer Arsch. Endlich wie früher, der asoziale Style. Hat die Kornmische bei, das ist Dorf Disco 2. Das Warten hat ein Ende, jetzt kommt Finch seine Zeit. Fick die Missgeburt kaputt, bis ihr blind am Zahn reißt. Nur behinderter Scheiß wird von Kindern gehypt. Keine Frau im deutschen Rap, die ihre Dinger noch schreibt. Yeah. Wer behauptet, Finchy rappt nicht mehr? Mütter ficken war doch immer schon mein Steckenpferd. Ich bumm's dir ins Gesicht, du wachst mit Halsschmerzen auf und nem Bike in dein Bauch hinterm Steilerbsenstrauch. Ey, ich bin deutscher Rap, weil man mich durch Rap am Mittwoch kennt. Und nicht wie euch durch so missgeburten TikTok-Trends. New Wave Hip-Hop-Fans, box dich aufs Maul, das ist wie 1989, denn der Osten wacht auf. Viel zu lange nichts gesagt. Ich finde das Theme, der rote Faden von dem Song, finde ich richtig, richtig schnell. Onkels Poster wird gerade auch im Chat erwähnt. Onkels Poster habe ich extremst abgefeiert. Das fand ich ein richtig cooler Track. Ich fand die Art und Weise, wie Finch da rangeht, auch an die Musik und versucht ein Thema eben aufzuarbeiten. Also finde ich richtig nice. Doch jetzt bin ich wieder da. Endlich wie früher, der asoziale Style. Hat die Kornmische bei, das ist Dorf Disco 2. Viel zu lange nichts gesagt. Doch jetzt fick ich euren Arsch. Endlich wie früher, der asoziale Style. Hat die Kornmische bei, das ist Dorf Disco 2. Wow. Yeah, das ist die Wiedergeburt. Ich hab viel zu lange gewartet. Wer behauptet, Finch asozial ist tot? Okay, das kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Ich sehe auf der einen Seite, sehe ich jetzt Ballermann Fetnitz 85 oder so. Und auf der anderen Seite ein richtig geiler Kickdown. Ich hab euch alle nur verarscht, ihr Fotzen. 2019 kam der Hype. Erstes Album ging auf 2. Scheiß auf Streaming und auf Likes. Denn was wirklich zählt, ist live. Unsere Shows waren die besten. Neuer Maßstab gesetzt. Doch Corona hat dann kurzerhand mein Arschloch zerfetzt. Und ich hab weitergemacht. Ging eins in den Charts. Gut viel erreicht, doch es zeichnet sich ab, dass der Großteil der Medien die deutsche Rap-Szene dich nicht akzeptiert, wenn du Leidenschaft hast. Nein, an mich kommt keiner ran. Nein, schreibe Songs nicht lang. Ich kann Schlager und Pop, ich kann Deutschrap und Rock. Aber du kannst nur das, was dein Ghostwriter kann. Kein Bankett mit Rotwein und Räucherlachs. Nur echter Rap mit Koks, Lines und Kräuterschnaps. König der Kaputten. Yeah, und alle Außenseiter. Was Modus Mio, ich mach Mucke für die Bauarbeiter. Aus der Gosse in den Hintern deiner Fotze. Das ist kein Trend, dieses Ding ist ne Epoche. Kein Vertrauen in die Medien, ja sie lügen wie gedruckt. Weil kaum hat man ne Muschi, wird
man überall gepusht. Ihr seid ein Inzuchtfeind voller Missgunst und Neid. Ich bin inbrunstreich, so wie Kimbo Slice. Voller Hass, Herz, keine Spaß, mächtig ernst, wer die größte Zeit. Okay. Ich muss ja, okay, also textlich ist natürlich ziemlich grenzwertig, so für meinen persönlichen Geschmack, aber das, ich sage immer nur, was ich denke. Musikalisch, den kleinen Part hier, die Intersection, als es angefangen hat, hat mich hochgehypt. Dazwischendurch dachte ich, hast du wahrscheinlich gesehen in meinem Gesicht, also, ich weiß nicht. Aber jetzt hier so die Transition aus dem Schluss raus, finde ich irgendwie auch cool. Also hier haben wir verschiedene Parts, irgendwie musikalisch. Kann ich mega appreciaten, dass man einfach was ausprobiert. Aber hier der mittlere Part, also ungefähr so das hier, was ihr hier gehört habt, das hat mir jetzt nicht so. Und jetzt wird's nochmal nice. Aus der Gosse, in den Hintern deiner Fotze. Das ist kein Trend, dieses Ding ist eine Epoche. Kein Vertrauen in die Medien, ja, sie lügen wie gedruckt. Weil kaum hat man eine Muschi, wird man überall gepusht. Ihr seid ein Inzuchtfeind voller Missgunst und Neid. Das meine ich hier. Die Transition hier rein gefällt mir gut. Ich finde es halt einfach geil, wenn man sich ausprobiert. Das muss man auch dazu sagen. Ich muss wirklich dazu sagen, ich finde es cool, wenn man sich ausprobiert und einfach was Neues probiert. Weißt du, nicht irgendwie Copy-Paste macht, was man leider heutzutage viel zu oft hat. Weiß, voller Hass, Herz, keine Spaß, mächtig ernst, wer die größte Zeit, alle noch ein Stück hoch Zeit. Nein, ich wollte nie sein wie ihr. Nein, euer Spiel, niemand spielt. Ich finde den Part hätte er noch stretchen sollen. Wenn er, also ganz am Anfang, der Sound war auch cool, auf jeden Fall, und hätte er den Part in der Transition von dem ersten gehabt, also wirklich ein Zweiteiler quasi, der erste Part, wie wir gehört haben, und dann das hier, hätte mir besser gefallen, sage ich persönlich, aber Finch bleibt asozial, auch ohne asozialem Namen. Ja, okay, Finch. Ach so, Finch hat er sich umbenannt. Okay, ach so, verstehe, weil er früher Finch Dings da hieß, okay. Nice. Also, ja, das, ey, ganz ehrlich, den Sound finde ich irgendwie cool. Den finde ich jetzt cool. Hat mir besser gefallen als die letzten Releases, so mit, was war das, hier mit der Katja zusammen und was war das, Anzeigenhauptmeister und so. Das war ein bisschen grenzwertig, aber anyway.